Krillaslern. Nach der letzten Folge sind wir wieder zurück bei Level 21. Die letzte Folge, mit der war ich nicht zufrieden. Ich habe selber mir kurz überlegt, ob ich sie neu aufnehmen soll. Haben wir dann aber gedacht, was soll's? Jeder hat mal einen nicht so guten Tag. Mein gestriger Tag war dann eh noch sehr schön, nur zu dem Zeitpunkt der Aufnahme. Naja, war's nicht so leibend. In dem Sinne, herzlich willkommen zurück bei den Space Troglodytes, herzlich willkommen zurück bei der Serie Wer hasst wem am meisten? Der Colonel spielt Cuphead, ich Ben and Ed, bei uns geht's weiter mit Level 21. Prost Leute, ich nehme mal einen guten Schluck des Gerstensaftes. Ja, ich denke, dieses Spiel wird noch einiges für uns in petto haben. Der Colonel hat mich auch schon vorgewarnt, dass ich mich auf ein spezielles Level noch sehr freuen darf. Und zwar ein Level, wo das Gift steigt. Und ich glaube, das ist hier. Hier liegt dieses Level vor. Acid Bull Party. Schmeißen wir uns einfach rein, oder? Dreimal dürfen wir dieses Händel noch bestaunen, vorausgesetzt, wir schaffen genug Dosen für das Bonus-Level. So, schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Wow, das schaut ziemlich fett aus. Oh, okay. Ich denke, hier wird nach und nach dann das Gift steigen. So, wir werden das einfach so probieren. Ganz sicher bin ich mir natürlich nicht, aber ich denke, wir werden das mal ausprobieren. Steigt das Gift hier schon? Nein, hier steigt, glaube ich, noch nichts, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht erst beim nächsten Checkpoint or whatever. Nein! Okay. Freunde, konzentrieren wir uns. Wuhu! Wie geht's euch denn? Schreibt es in die Kommentare, wie es euch geht. Egal, ob es euch scheiße geht, gut geht, dreckig geht, leiwand geht, so mittel geht, so okay geht, so halb okay geht, vielleicht etwas okay. So. Wir haben hier einen Knopf zum Aktivieren. Nein! Okay. Ah, hier sinkt die Säure, sehe ich gerade. Okay, wo müssen wir hin? Hier ist ein Checkpoint. Den bespringen wir einfach mal so. Okay. Was? Den haben wir completed. Aber ich glaube, hier geht's nicht weiter, oder? Muss ich zu dieser Plattform hier rüber? Das ist schlecht. Was haben wir hier alles noch? Na, diese Plattform geht sich nicht aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das so leibend war, dass wir diesen Checkpoint hier aktiviert haben. Schauen wir mal, ob es hier irgendwo hingeht. Nö, hier geht es nirgends hin. Oh, oh, Leute, ich glaube, das war wirklich keine gute Idee. Vielleicht schaffen wir diesen Jump doch irgendwie. Okay, so mal nicht. Vielleicht aus diesem Winkel. Ja, gut, das geht eh. Man muss nur aufpassen mit Springen. Oh! Und mit Rollen. Seht ihr diese schöne Candy-Bier-Werbung? Hopp! Okay, das haben wir jetzt. Hopp! Nope! Gut. Bewegen wir uns so durch, oder? In der Ruhe liegt der Saft. In der Ruhe liegt der Saft, Freunde. Oh! So, hier haben wir wieder was zum Drücken. Hier geht es wieder hinunter. So, ich befürchte nur, dass wir dann alles wieder raufhupfen dürfen, oder? Oh! Das hat uns super erwischt. Wenn es euch gut geht, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, auch wenn es euch schlecht geht. Gemeinsam schaffen wir alles. Oh, jetzt bin ich wieder voll blöd. Muss ich das jetzt alles da wieder laufen? Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Aber es soll funktionieren. Weil das da bloß mal. So. Nein! Oder auch nicht. Ja, das ist ein bisschen heftig, dass wir da jetzt dann wieder von vorne anfangen müssen. Aber wenn der Colonel dieses Cuphead schafft, dann schaffen wir gemeinsam auch Ben and Ed. Oh, ich kann es nur wiederholen. Wenn euch das taugt irgendwie und auch Spaß macht, kauft es das auf jeden Fall. Ihr habt Herausforderung, oh, das Spiel wirkt ein bisschen kurz, aber ich bin jetzt doch auch schon, glaube ich, 8 Stunden oder so unterwegs. Ganz gut, gut und gerne. Natürlich kann man diese Leveln auch schneller schaffen als ich. Also
Ich wage jetzt, also ich behaupte von mir jetzt einmal, dass ich nicht der Schnellste bin, was dieses Spiel hier betrifft. Dass es hier bestimmt Schnellere als mich gibt. Oh! Oh! Das ist ja auch das, ich glaube im letzten Video habe ich das erwähnt, dass man manchmal das Gefühl hat, er springt nicht schnell genug ab. Also wenn ich drücke, dass er sich immer Zeit lässt mit dem Springen. Manchmal habe ich diesen Eindruck. Aber es ist dann oft so, dass es eher die eigene Dummheit oder Blödheit ist, sage ich jetzt nochmal. Nein! Nein! Schade, dass wir da oben nicht geblieben sind. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß mit Kernel seinen Cuphead-Videos. Diese Odyssee mit leicht und dann nochmal alles auf normal. Also wirklich von mir dickes, fettes Respekt, dass er das auch nochmal auf normal angegangen ist. Ich bin sehr froh, dass er das getan hat. Und auch der Ansicht ist, dass... Oh. Dass er genau der gleichen Ansicht ist wie ich. Dass wir das natürlich erst durchspielen. Dass man das erst durchgespielt hat, wenn man auch das komplette Spiel schärft. Und das bedeutet in dem Fall halt auf normal durch zum Spielen, weil man sonst diese Contracts nicht kriegt. Darüber, okay. Das ist ein nettes Detail. Ich glaube, da tun wir uns, nein, mit einem Fuß fast ein bisschen besser als tatsächlich doppelt gefüßigt. Also nein, sagte er und muss auf zwei Füße zurückgreifen. Wir könnten uns die Füße natürlich hinten noch absäbeln lassen. Nein, kein Problem, also wir dürfen da jetzt dann nicht zu früh abspringen, weil das heißt, hier müssen wir immer ein bisschen, damit der Schädel quasi nicht da oben antätscht. Denn tut er antätschen, ist das für Ed nicht gesund. So, kommen wir hier rüber? Hier kommen wir rüber. Okay, mal beobachten. Ich glaube, hier müssen wir wieder den Kopf schmeißen. Ich schmeiße ihn einmal, oder? Okay, wir haben das auf jeden Fall mal getriggert und aktiviert. Das Problem ist halt, dass wir jetzt nur mehr der Kopf sind. So, schauen wir mal nach unten. Hier ist schon immer weniger Säure. Leider müssen wir diese Passage jetzt dann nochmal geben. Denke ich, glaube ich, weiß ich gar nicht. Vielleicht sollte ich mal schauen, ob man da irgendwo jetzt doch anders hinkommt. Aber ich schau mal, nein, was es hier gibt. Gut, hier unten gibt es leider immer noch Säure. Ich finde diese Synthesizer-Musik ganz okay. Also, auch wenn es ein kleines Studio ist, also das alles basteln da, ich glaube, das ist schon gar nicht so leicht. Okay, die Frage ist, wie muss ich da jetzt da weiter? Gut, das geht sich. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das ausgeht, ohne dass es uns aufs Maul legt. Aber anscheinend geht es aus. Hier ist schon der nächste Checkpoint. Okay, Leute, lass uns weitermachen und nicht so viel Blödsinn aufführen. Wir wollen das hier ja durchschaffen. So. Immer schauen, wie das geht. Boah, hier ist es schon sehr diesig, also sehr gelb. Hier müssten wir das schaffen, indem wir uns bücken. Hier zuerst. Nein, das war jetzt so nicht sonderlich geschickt. Aber auch nicht schlecht, sage ich einmal, weil hier ist schon der nächste Checkpoint. Und so schaffen wir das. Hin und wieder ist es ganz gut, nicht der volle Ed. Sorry Leute, nicht der vollständige Ed zum sein. Hopp, 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 hopp. Denn so kann uns diese Scheiße hier nicht erwischen. Nein! Aber diese Scheiße erwischt uns dennoch, wenn man nicht so gut springen tut. Hier müssen wir sehr, sehr aufpassen, meine Freunde. Ihr wisst ja, was für ein guter Mensch ich bin, wenn es um Sprungeinlagen sich handeln tut.
Ich schaue nur, wo wir hier hin müssen. Okay, ich denke, wir müssen hier weiter und ich glaube, das geht sich aus, wenn wir uns bücken. Nein, geht sich nicht aus. So, aber wir probieren es so weiter, weil manchmal ist das wirklich ein Vorteil, so in dieser Form durchzumarschieren. So, hier können wir was schießen. Oh, hier haben wir schon das Goal. Freunde, hier ist schon das Goal. Das ist ja eine kurze Folge gewesen. Aber ich finde, das Level hat Spaß gemacht. Ich überlege jetzt da schon fast in dem Video das nächste gleich anzugehen. Aber ich habe ja eigentlich gesagt, pro Folge ein Video, damit man eine schöne Aufteilung hat und auch für später dann finde ich vielleicht irgendwann ein gutes, eine Art Tutorial hat. Ja, wir haben eigentlich nur mehr ein reguläres Level und dann kommt schon der Boss. 4 Checkpoints gibt es hier. Ich denke, vielleicht ist das Level, wo die Säure steigt. Dieses Level heißt Run at Run. Ich denke, das wird das Level sein, wo vor mich der Colonel gewarnt hat. Das heißt, das 21 Level war einfach mal wieder so eine Vorstellung einer neuen Mechanik. Ich hasse diese Dinger. Ich weiß, Hass ist ein stark emotionalisiertes Wort und niemand sollte Hass verwenden. Und ich bin immer der Erste, der predigt, bitte verzichtet auf das Wort Hass. Es ist nicht gut zu hassen. Selbst Arschlöcher. Lasst die Leute leben. Versucht, so gut wie es geht, euch im Einklang zu halten. Aber dieses Level hasse ich dennoch. Ich werde es hassen. Ich kenne es ja noch gar nicht. Ich darf ja nicht voreilig urteilen. Ich lasse es trotzdem jetzt für diese Folge. Es ist halt ein sehr kurzes Video. So quasi der Beginn des Finales. Finale. Wow. Finale. Oh. Final. Finale. Final. Finale. Na gut, Leute. Bleibt weiterhin gesund. Wir verbringen Ben and Ed mit Corona. Corona verbringt Ben and Ed mit Corona. Ben and Ed, Ed, Corona. Säure, Stachel, Tod, Verderben, Freude. Servus, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.